Und die brauchen jetzt auch wieder was. Kunsthandel, jo, wegen mir. Buchhändler für seltene Scheiße. Medienkampagne. Fußgängerverkehr versucht, was? Fußgängerverkehr, Medienkampagne, wo ist es? Fußgängerverkehr, da. Handel und Gastro, okay, gut. Wegen wen? Müssen wir Handel und Gastro. Tam tam, bam, ja, okay. So, jetzt können wir nämlich direkt Fußgängerverkehr freischalten. Boom, so. Und jetzt können wir doch hier was rausholen, jawohl. So, und zwar für gute Weine. Hey, gute Weine bin ich dabei. Klappt aber nicht, weil... Oh, wir brauchen generell einfach noch einen Lagerraum. Gut, kriegen wir hin. Ja, das stimmt. Das stimmt, Void. Das stimmt. Also die Zahl juckt mich nicht. Es ist immer schön, wenn ihr dran teilnehmt. Aber die Zahl juckt mich echt nicht. So, Lagerbereich. Hier, Lager. Hausmeister, ne? Lager. Lager. Okay, passt halt nur da wirklich schon wieder mal nicht hin. Dann wollen wir hier hin, so Lager. Und dann können wir das Luxusgeschäft raushauen. So, dann hoffe ich natürlich. So, ich will jetzt Weinhandel, weil geil und so. Okay, 780. Braucht Strom und Telefon. Kriegt er? Strom und Telefonie. Strom hat er. Telefonie hat er natürlich nicht. Jetzt hat er's. Und weil es so schön war, machen wir das hier auch nochmal. Und jetzt denke ich doch, dass wir hier ein Regierungsbüro raushauen können, ne? Regierungsbüro 1030. Sendestudios geht nicht. Das geht auch nicht. Also, ja, 1030. There you go. Dann haben wir Konzernbonsen erledigt. Wenn sie eingezogen sind. Ja. Na komm schon, zieh da ein, ja. Ja, ja. Konzernbonsen erledigt. Wir gucken auf die nächsten Aufträge. Loftleben. Noble Herbergen auf die Balkone. Veranda. So, Delikatessengeschäfte. Mit Weinen. Speisen der Welt. Ich glaube, das da. Paradies für Schmeinschmecker. Weil hier haben wir nämlich schon drei Stück. Schmeinschmecker. Können wir noch ein paar Dinger raushauen, ja. Okay. Gourmetgeschäfte. Geht sogar noch größer. Dachrestaurant. Oh, das ist awesome. Kommt noch. Yo, kommt noch. Aber momentan kein Dachrestaurant. Generell kein Restaurant. Eigentlich wollte ich ein Luxusgeschäft. Luxus, Bitch. Da. Raushaue. Und zwar, was haben wir da noch? Was brauchen wir noch? So, das ist die Frage. Käse, Süßigkeit und Porzellan. Porzellan. Strom und Telefon gegeben. Zack, bam. Und dann können wir die Miete gleich senken, weil zu laut. Arsch. Ja. Zu wenig elektrische Trafos. Okay, Pause. Das musste irgendwann passieren. Dein Internet ist zu scheiße zum Streamen, das kann ich dir sagen. Unter 22% ist heftig. Da können wir nicht mit arbeiten. Oh. 97%, alles klar. Ich dachte mir das schon. Also bis wir ganz da oben ankommen, brauchen wir noch mehr von diesen fetten Trafos. So, 81% ist nämlich immer noch sehr gute Last. 94%. 85, 39, 69. Also ich streame mit 3500 Kilobit. ist Minimum. Für 720p, wohlbemerkt. So los. Fitness- und Gesundheitsservice benötigt, okay. Wo kriege ich den her? Fitness. Fitfuck. Fitness und Gesundheitsservice. Ah. Ja, chillt mal. Arschgesichter. So, was braucht der?
Strom, Telefon und Wasser. Strom und Telefon ist da. Und Wasser ist jetzt auch da. Sieht gut aus. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Was brauchen wir jetzt noch? Ein Käse und ein Süßigkeitengeschäft. Das hauen wir natürlich auch noch hier oben raus. Delikatessen-Jizz. Delikatessen-Jizz! Boom. So. Gesundheit. Was? Bücher. Kunst. Juwelier. Kosmetik. Porzellan. Was? Käse und Süßigkeit. Wo zum Henker? Weinimporteure, ho! Ho, ho, ho! Manuskripte, Lithografien und Drucke, Juweliere, Kosmetik, Porzellan, what? Okay, das werden wohl kleinere Läden dann sein. Oder wie sehe ich das? Gucken wir mal. Kleidung, Schuhe, Haushalt, Käse, Tatsache, ich brech ab. Na gut, könnt ihr haben. Käse aus Hyde Park. Boom, boom. Okay, und dann noch ein Süßigkeitenladen hinterher. What the hell? Oh ne, mit zwei Stück. Ich gehe das auch klein. Okay, zu klein. Ah, zu groß. Versuch's mal mit einem kleinen Laden. Mehr. Renoviere. So, Käse, was Süßigkeiten. Wein und Spirituosen, Souvenirs. Also nein, das ist zu klein. Scheiße. What the hell? That is too small. Muss doch der da sein. Wieder mal. Fuck it. Ja. Käse, Süßigkeiten. Hm? 320, okay. Bam. So, alles klar. Gut, got it. Paradies für Feinschmecker ist abgehakt. Somit. Zu laut. Maul. Bullshit. Ja, das ist gut. Der strenge Geruch aus dem Käselade jetzt. Jetzt wissen wir ja, wo er herkommt. Nein. Definitiv nicht Anime Freak. Das ist wohl recht. So, Gourmet-Restaurants. Könnten wir jetzt hier natürlich auch noch ein paar raushauen. Könnten wir. Ich habe gleich 2 Millionen auf dem Konto. Was ist denn los da? Alles gut. Irgendwie schon, ne? Sieht auch alles deutlich renovierter aus. Aber hallo? Jetzt weinen sie da auch nicht mehr so rum. Das finde ich toll. Das sieht auch fast alles viel sauberer aus. Das ist doch schön. Das ist doch hervorragend. So, wir brauchen noch Gourmet-Restaurants, aber andererseits auch noch andere Aufträge. Noble Herbergen, Luxusboutiquen, Shopmaker, Luxusläden. Luxusläden, Auftrag unterzeichnen. So, dann brauchen wir nämlich noch zwei. Das war mir schon wieder so klar. Luxusgeschäfte. Gut, je weiter wir nach oben gehen, umso mehr hauen wir davon natürlich raus. Auch Gourmet-Restaurants. So, okay. Also, gucken wir mal. Luxusladen. Laden. Da. Machen wir noch einen. Gucken. Jo, ist schon belegt. Ist mir auch klar. Cosmetic. Juweliere. Geht immer. Ne, geht nicht, weil Lagerraum erforderlich. Nun gut. Gehen wir natürlich erstmal in den Keller. Und legen einen Lagerraum an. What else? Zum Glück haben wir schon so viel nach oben verschoben. Lager. Da. Nee, da. Yay. Bup. Nee, ich rede 2 Millionen von hier. Okay, jetzt sind nicht ganz, aber fast. Ja, schön wär's. Schön wär's. Okay, so. Jetzt aber Juve, Lia, 770. Strom und Telefon. Fuck off. Strom und Telefon ist gegeben. I hope. Warte mal, was ist Strom, Telefon? Ah, nice. Gut. Dann haben wir noch ein Luxusgeschäft. Hm. Gucken wir mal. Da geht auch noch eins hin, oder? Sehe ich das falsch? Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ah, okay, nächste Etage. Sehe schon. 75! Wo habe ich gesagt, kommt die nächste? 60? 75, 80 kommt die nächste Sky Lobby. Ich breche ab. Okay, ziehen wir schon mal hoch bis zu 80. Nee, ziehen wir nicht. Ist noch genug Platz. Also hier auf der 6-0, auf der 8-0 kommt dann die Lobby. Dann noch ein paar Etagen. Komm, scheiß drauf. Wir gehen hoch bis zu 80. Also in der 80 kommt die Sky Lobby. Okay, aber jetzt noch nicht. Oder? Ach doch, komm, wir bauen doch gleich die Sky Lobby noch dazu. Dann wissen wir auch, wo sie hingehört. Und 120. Wir haben noch ein bisschen Platz, ja. Jetzt ist die Frage, werden wir jetzt schon kleiner? Und gehen in zwei Türme oder so oder nicht? Schauen wir mal. Wir bauen erstmal die Sky Lobby. Wenn sie denn mal... Oh, die kommen da noch nicht hin. Das war natürlich ein Denkfehler. Von mir. So, Treppe. Und Aufzug. Und noch ein Aufzug. Yay. Moin. Was? Cyrielius. Ups, damn it. Das ist echt der Zug gefügt. Ah, super, danke an den Freak. Nice. Verteiler Boxen. So, Verteiler Schränke. Und Wasserinstallationssysteme. It looks fucking awesome. Go, go, go. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich bauen wollte. Achso, die Sky Lobby. Gut, lassen wir es erstmal nach da oben durch. Wienern. Ja, renoviert mal mehr. Ja, ist schade, dass da nicht steht, was es für ein Spiel ist. Das ist doof. Okay. Ah, No Man's Sky. Gut. Karton, guten. Oh, Nose. Kaffee. Ist leer. Nein! Komm, haut mal rein. Alter, brauchen die lang, ne? Was für Noobs. Aber gut, gucken wir mal generell, was wir noch unter Mitarbeiter haben. Umzugsbüro. Baupersonal. Ah. Schade. Schade, dass das nicht weitergeht. Aber na gut. Komm, habt ihr unten was vergessen? Interessiert euch nicht, ich sehe schon. Komm mal immer her mit der Sky Lobby, du. Gucken. 80, 81. Das ist die Sky Lobby. Ah, dauert aber noch. 82 Etagen. Ja gut, okay. Klar, mit dem Erdgeschoss. Mhm. Also die Höhe haben wir bald. Ja, mega. Jeden. Fetziges Hochhaus, sagst du so. Es ist sehr viel Platzverschwendung am Laufen. Aber die Renovierung scheine ich jetzt auch wieder in den Griff bekommen zu haben. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Alles sauber und renoviert. Sehr geil. Oh. Allerdings können wir bald keinen Müll mehr entsorgen. Ich sehe schon. Sieht das aus hier? 70%. Also Strom wird echt ein Problem werden. Mittelfristig. Das weiß ich. Hopp, 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 hopp. Go, go. Da können wir schon anfangen, die Lobby zu bauen. Das ist wieder die Sache, was wir hier haben, ey. Ah, was war denn das? Ich hab's schon wieder vergessen. Querverstrebung aus Metall. Stahlbalken, Kachelwände, glänzende Steinblöcke. Ich glaube das hier. Jo, das ist es auch. Die gehört da nicht hin, weil das ist gerade... Genau das ist nicht der Lobbybereich. Der kommt auch wieder weg. Aber hier. So. Jo, alles klar, danke. Ja, genau. Da müssen wir es wieder wegmachen. Das war nichts. Well, well, well. Ja, du sollst das Ziel auch nicht erreichen. So. Okay, komm, go, go, go. Lob, lol. Und jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube, ich wollte noch ein Luxusgeschäft bauen. Das machen wir jetzt auch erstmal. Ein Luxusgeschäft. Geschäft.
Da. Cosmetic. Boutique. Ja. Sind alle so hässlich. Das sollten wir tun. Strom und Telefon. Moment, Pause. Strom, Telefon müssen wir erstmal verlegen. Strom, ja, wie immer. Überall. Nur in der Lobby nicht. Ziemlich sicher. Ja. Karton. Genau da ist was dran. Und Telefon. Telefon. Ah. Okay. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Stromauslastung jetzt ist. Zu hoch, ziemlich sicher. Jo, genau das. Luxusboutique erledigt. Strom 71%. Okay, dann geht's ja noch. Oh, oh, oh. Wasser ist auf 94%. Obwohl, da geht noch was. Ist mal egal. Vollkommen. Vollkommen egal. Ja. Na. So, dann noch zwei Gourmet-Restaurants. Gourmet-Restaurants. Dahin noch eins. China und Japan haben wir, ne? Ja. Das ist japanisch, das ist chinesisch. Hongkong-Küche. Fisch. Japanisch, Französisch. Französisch. Thai. Fisch, Indisch. Ja, Indisch, komm, Indisch geht noch was. Strom. Wasser und Gas. Wasser. Na komm. Wasser. Und good old gas. Gas.